So, guten Morgen. Moritz hat seinen Schal verloren, aber wir sind jetzt wieder unterwegs. Ungefähr 7:30. Markus, hast du gut geschlafen? Mega gut. Moritz? Richtig fresh. Ja, ich auch. Wie man sieht, sind wir nur noch drei. Wir haben einen Verlust von 45% gehabt. Ja, aber was soll's. Wir gehen jetzt auch zu dritt weiter. Wir müssen jetzt noch was zu frühstücken finden. Und dann geht's weiter zum... Wie heißt das Denkmal? Völkerschlachtdenkmal. Völkerschlachtdenkmal. Also, der Politiker. Auf geht's. Ohne wahr. Wieler. Yes, peace. So, wir sind jetzt gerade im Bayerischen Bahnhof. Richtig. Ja, warte hier. Nee, auch nicht. So, okay. Nicky. Ich sehe ihn nirgends. Seht ihr ihn? Nee. Vielleicht kommt der kommt nach. Ja, ich glaube, er kommt nach. Auf jeden Fall. So, wir haben jetzt 10:30, würde ich sagen. Ja. 10:30, okay. So, es sind doch schon 2 Stunden vergangen nach dem Frühstück. Ja. Auf jeden Fall, wir sind jetzt im Bayerischen Bahnhof, oder? Ja. Und sieht eigentlich ganz nice aus. Und wir fahren jetzt zum Völkerschlachtendenkmal. Ja. Okay. Genau. Sehen wir uns dort. Ja, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind am Völkerschlachtendenkmal angekommen. Jo. Wie man sieht, sind wir jetzt zu viert. Wir haben Niki dabei. Gut, dass er es auch mal sieht. Ja. Freut uns, dass Niki es aussieht. Ich meine, er hat zwar sonst schon nicht viel von Leipzig gesehen, aber das Völkerschlachtendenkmal hat er jetzt gesehen. Was für ein Denkmal alles? Das Völkerschlachtendenkmal. Ja, ist eigentlich doch ganz interessant. Ich habe nicht gedacht, dass es so groß ist. Wir gehen jetzt gleich mal rüber und schauen, ob wir da rein können. Die Feuerwehr nämlich. Der Düde da! Der Düde da! Der Düde da! Wir gehen jetzt rein ins Völkerschlachtendenkmal. Oh nein, da kostet der Eintritt. Okay, wir gehen doch nicht rein. Und wir waren oben drin, aber das haben wir euch leider nicht gezeigt. Naja, shit happens. Ihr könnt es von außen sehen. Es war auch nichts Besonderes innen. Naja. Okay, Kamera läuft. Ich glaube die erste. Action! Okay, Abspann. Special Effects, Markus. Kamera, Alex. Darsteller, Moritz Neth. So, Markus, wo sind wir jetzt? Tief in der Baumwollspinnerei. Alter, das ist ja mal was. Oh, wir sehen eine alte Uhr. Nein. Doch, oder? Das ist eine Anzeige, leer voll. Ach so, oh, eine alte Anzeige, okay. Cut. Naja, anyway. Auf jeden Fall sind wir gerade immer noch zu dritt unterwegs. Weil unser Kameramann, Cutter, und Alleinunterhalter Nikolai Machan immer noch im Bett liegt. Mittlerweile ist es 14 Uhr mittags. Lass mal ins Werkschau gehen. Und ja, aber eigentlich ganz cool aber hier. Wir haben ihn trotzdem mit dabei. Ja, wir haben ihn immer dabei. Er sieht alles und freut sich riesig, dass er dabei sein kann. Guck mal, Niki. Es ist auch so, dass der Niki voll auf Kultursachen steht. Also Gebäude angucken, das taugt ihm richtig. So, wir sind's wieder. Wir sind immer noch zu 3:30. Niki, sein Bild ist dabei. Sind jetzt wieder am Wilhelm-Leuschner-Platz in der Innenstadt. Und sind auf dem Weg zu unserem Flower Power Hostel. Genau, dann wollen wir schauen, ob der Niki wieder einigermaßen ansprechbar ist. Und Niki, wie geht's dir? Ah, er sieht auch gut aus. Auf dem Foto sieht er gut aus, in echt wissen wir es nicht. Ja, wir wollen Niki jetzt seine Zahnbürste vorbeibringen, weil die haben wir heute den ganzen Tag mit uns rumgetragen.
das Erzähleputz. Wohlgemerkt, dass wir die Zahnbürste auch hier gekauft haben. Genau. Und sie noch original verpackt. Ja, auf jeden Fall wollen wir dann Niki abholen und dann gehen wir noch was essen und dann schauen wir mal, was wir heute Abend noch so machen. Davor gehen wir noch zum Queen of Flanders, Palace of Dreams. Schauen, was es ist. Nein, danke. Hallo. Herzlich willkommen. Habt ihr Frühstück geholt? Ja. Ja, wir sind jetzt zurück vom Frühstück holen. Halb acht morgens. Es ist noch dunkel draußen. Aber Niki, du hast schon einen Baumkuchen. Boah, Alter, ich hab Bock drin. Guten Morgen. Hi. Wir gehen jetzt mal frühstücken. Ja, wir gehen jetzt frühstücken. Es ist noch dunkel draußen. Ich zeig gerade kurz mal. Moment. Allgemein die Aussicht aus unserem Zimmer ist eh brutal gut. Ja, es ist so früh morgens, dass es noch dunkel ist. Und jetzt geht's gleich los zum Frühstück. Falls wir es schaffen, loszukommen. Oder Moritz? So, hier noch. Das ist der Laden, in dem wir pennen. Der hat schon sehr früh morgens auf. Jetzt, wie gesagt, erst 8:30 morgens. Ja. Dass die schon so früh spielen, die Livebands, aber naja, das ist Alter, Live. Ja. Und jetzt gehen wir noch was essen. Pizza ist zum Frühstück. Das ist Halloween. Hast du gut geschlafen? Auf jeden Fall. Sehr gut. Männer. Niki. Ja. Also, letzter Abend, letzte Nacht, wir müssen in 5 Stunden aufstehen, also um 6. Hört man nicht überhaupt, wieder. Ich hoffe. Hört man mich? Ich hoffe doch. Ich mach's immer kurz auf Pause. So. Ja, wir waren jetzt gerade noch kurz ein kostenloses Bier trinken und einen Flower Power in unserer Unterkunft. Und morgen um 6 müssen wir aufstehen, dann zum Flughafen, der Flug geht. Wann geht der Flug, Moritz? Und wir holen uns ab vom Flughafen. Ja. Wann geht der Flug? 8:30. Und wann sind wir dann in Stuttgart? 8:10. Okay, gut. Ja, ich bin mal gespannt, was das für einen Vlog gibt. Also wir machen auf jeden Fall einen. Und nicht 3. Ich glaube, es war alles ein bisschen zerfahren. Ist natürlich auch nicht so viel gemacht, was man dann irgendwie cool zeigen konnte. ja, ich war heute krank den Tag über leider. Hatte ich Migräne. Ja, starke Migräne. Und ja, mal gucken, was wir hinzaubern. Ja. Vielleicht machen wir es auch gar nicht öffentlich, sondern keine Ahnung, mal gucken. Gute Nacht, bis morgen früh.